Es ist weniger ein Contest. Es ist vielmehr ja, wie so ein, halt eine Jam. Es ist halt wie so ein Happening, wo alle miteinander halt fahren. Irgendwie wurden alle gefeiert, die einfach einen coolen Trick halt an diesem Element halt machen konnten. Also ich respektiere das mega, wenn da Leute auf so ein Skateboard steigen und da auf dem Beton rumfahren. Sehr schön zu sehen, dass wirklich Leute nicht nur aus Bautzen daran teilnehmen, aber halt auch Leute aus Dresden, Leipzig, aber halt auch natürlich aus Zittau, Görlitz, Weißwasser extra für die Skate-Jam halt nach Bautzen kommen. Und das finde ich irgendwie cool, dass wir halt hier einen Skatepark haben, der so gut nachgefragt wird. Also auf jeden Fall gilt hier auch an der Stelle wieder ein großer Dank der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft, die BWB, die unterstützt ja jedes Jahr die Skate Jam, auch finanziell, dass sowas auch möglich ist. Und letztlich natürlich auch den weiteren Sponsoren, Titus zum Beispiel, der Schredderei aus Leipzig, also schon noch namhafte Skate Shops in Sachsen, die den Bautzener Skate Jam unterstützen.